Hey Leute und willkommen zurück bei Let's Play Plants vs. Zombies 2. Wir haben in der letzten Folge das Jurassische Moor abgeschlossen. Zumindest glaube ich, dass wir es vielleicht fürs Erste abgeschlossen haben. Denn mich wundert das, dass es hier nur 16 Level gibt und bei den anderen Welten 32. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass eventuell nach einer gewissen Zeit noch weitere Level dazukommen. Zumal wir auch Dr. Zombos gar nicht besiegt haben in der letzten Folge. Deshalb glaube ich, wir werden dem Jurassischen Moor bestimmt nochmal einen Besuch abstatten. Und ich habe jetzt vor, mich nochmal am Level 5 zu versuchen. Erstmal spielen wir natürlich die Piñata Party. Und dann geht es mit Level 5 der Neon Mixtape Tour weiter. Ich möchte das... Oh nein... Oh nein. Oh nein. Das sieht unfassbar schwer aus. Das sieht unfassbar schwer aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der trifft ja erst den. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Das ist sinnlos, weil die schießen nach... Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich das machen? Ich habe einmal Spezialdünger. Ich nutze den gerade mal hier. Ich darf die Pflanzen nicht ziehen. Oh Gott, Leute. Was ist das? Heftig. Nochmal Spezialdünger. Ganz heftig. Ich setze dich gerade mal dahin. Dich noch dahin. Die sind zu zweit, ne? Pass mal auf, ich möchte da mal kurz den Spezialdünger nutzen. Meine Güte! Ja. Vor allem weiß ich bei der Süßkartoffel noch gar nicht wirklich, wie das aussieht, wenn die drauf geht. Also wie viel da weggeknuspert ist. Ich denke, die hier ist schon mächtig angeknabbert. Ich mach das mal eben kurz so. Die da unten auch. Jetzt mal da noch ganz schnell einen hin. Nee, pass mal auf, ich nehme mal kurz hier den Rasenmäher. Das wird mir ein bisschen zu bunt. Muss ich sagen. Oh, da oben auch. Nein. Wow. Wow. Nee. Nicht neuer Versuch. So viel haben wir nicht. Wow, das sah jetzt schon sehr schwer aus. Und das war es dann auch. Heftig. Ja, nee. Warum bin ich jetzt wieder hier? Moment. Moment, Level 16. Ach, das ist tatsächlich hier so wie Under Construction, denke ich mal. Das heißt, es kommt also noch wirklich noch was dazu. Das ist schön. Noch wirklich noch was dazu. Ja, schade mit der Piñata Party. 32, okay. Hallo. Das war jetzt echt ein bisschen schade, aber nun gut. So, ich habe eure Kommentare zu dem Level 5 gelesen. Und werde jetzt versuchen, einige davon zu befolgen. Wie immer kann ich natürlich nicht alles befolgen. Ich habe mir die Kommentare alle durchgelesen. Und jetzt versuche ich einfach mal, so gut es geht, ja, darauf zu reagieren. Ich brauche meine Sonnenblumen. Ich brauche auch, oder ich möchte auch, nochmal extra Nüsschen zum Schützen dabei haben. Die Frage ist, die kosten jetzt 75 und die anderen kosten ja nur 50. Ne? Ich würde trotzdem... Zombies fernhält. Ja gut, okay. Also, ich nehme die fette Beete mit. Ich nehme dich mit. Dann habt ihr mir geschrieben, dass die Punks mit den Magnetpilzen weggezogen werden. Das werde ich eventuell später brauchen, am Anfang noch nicht, denn ich solle mich einfach mal darauf konzentrieren, dass die Punks, die bedrohten Pflanzen, ganz nach hinten treten. Und dann solle ich dementsprechend, ja, später dann halt alles drumherum aufbauen. Pilze, habt ihr mir geschrieben, wären auch gut. Und jetzt habe ich die fette Beete dabei. Okay, die Frage ist jetzt, nehme ich noch die hier mit? Die haben mir ja beim letzten Versuch eigentlich einen ganz guten Dienst erwiesen. Ich probiere das jetzt. Ich probiere das jetzt aus. So.
hinten einen freilassen, damit die Punks die bedrohten Pflanzen nach hinten treten, auf den letzten Platz. Und dann davor schützen. Okay. Gut, wie war das? Dich habe ich aufgehalten, ne? Leute. Also sollte das jetzt nicht funktionieren, aus irgendeinem Grund. Ah! Mmh! Ah! Schon den Fehler mit der fetten Beete da vorne gemacht. Dämlich. Dämlich. Wollte ich überhaupt nicht. Mist, ja, der frisst die jetzt weg. Blöd. Ganz, ganz blöd. Ich setze da schon mal einen hin. So, jetzt kommen die Punks. Die treten die weg. Immer einen Platz nach hinten. Das Problem an der Sache ist natürlich nur, ich muss mich ja auch ein bisschen auf den Rest hier konzentrieren. Stopp. Stopp. Kick die nicht aus dem Feld. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig mache. Ja. Okay, stopp. Okay, stopp. Okay. Ich konnte mich nicht auf das da oben konzentrieren. Okay, einmal noch. Ich habe mir gedacht, ich mache nur einen Versuch, aber ich mache noch einen. Ich mache echt noch einen und das ist dann der letzte. Und dann spiele ich den Riesenwellenstrand weiter. Boah, wirklich, das kann nicht sein. Jetzt befolge ich schon die Tipps, habe mir auch schon Videos dazu angeschaut und schaffe es trotzdem nicht. Das ist unfassbar. Vor allem habe ich auch wirklich ein Problem damit, dass das so extrem schnell geht. Ja, komm, noch ein bisschen. Das geht ja wirklich so, so unfassbar schnell. Ich halte dich gleich auf. So, jetzt nämlich. Okay. Alle tot. Boah, und jetzt fängt die Musik an. Pass mal auf, ich drehe mal kurz die Musik auf meinen Ohren. Drehe ich mal ganz weit runter. So, schalte ich nochmal auf. Damit ich mich davon hier nicht aus dem Konzept bringen lasse. Jetzt haben die das dahin gekickt. Okay, jetzt kommen hier schon die Nächsten. Ich muss was tun, ich muss was tun. Schütz die mal eben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh Gott, da oben. Stopp, stopp. Shit. Da. Oh nein. Leute, ich kann das Level nicht. Ich kann das nicht. Ich hatte jetzt wieder so Lust aufzunehmen. Nee, zurück zur Karte. Ich mache das nicht mehr. Wirklich, ich mache jetzt nur noch den Riesenwellenstrand. Das ist echt zu doof. Und ich hatte in letzter Zeit so Bock aufzunehmen und habe dann das Jurassische Moor so schnell durchgespielt und habe mir jetzt gedacht, ja, komm, machst du das. Aber nee, m-m. Ganz ehrlich, nein. Und ich mag mir das auch nicht mehr angucken. Ich weiß nicht. Ich möchte die blöde Neon-Mixtape-Tour gar nicht mehr sehen. Ich mag die nicht. Vielleicht dauert es ja jetzt mit dem Riesenwellenstrand so lange, dass dann... Wow, wer ist er denn? Dass dann eventuell schon der nächste Teil der... Ja, ich kann schon gar nicht mehr reden, ne? Jurassic Moor-Dings da ist. Mann, Mann, Mann. So, hier weiß ich wieder nicht, was ich mitnehmen soll. Ach Mann, ich bin wieder demotiviert. Ist doch blöd. Da hast du vor der Aufnahme so einen Bock da drauf. Und dann kommt der Käse hier und du denkst dir so, boah, nee. Dich nehme ich mit. Magnetpilze wären vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber nun gut, ich spule erstmal vor. Wenigstens ist die Musik hier lustig. Aber ich habe ehrlich gesagt schon gar keine Lust auf diesen Tentakeltypen da. So, ich ziehe direkt weg. Da kommt Nummer 2. Kommen in beiden Reihen welche? Ja, keine Ahnung. Setze ich mal den. Und ja, was ich mit dem hier mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht, auch nochmal... Sprengen. Ach, doof. Ganz, ganz doof. Der kommt da oben. Dich dahin.
Und da kommt schon einer mit Eimer. Na gut, das hier wird es nicht bringen. Der schafft das hier auf... Kann ich noch wegziehen? Der schafft das hier auf keinen Fall. Der hat Spezialdünger dabei. Das ist super. Der müsste das hier eigentlich ohne Probleme schaffen. Er hat ja kein Hütchen und nichts. Da ist der Spezialdünger. So, jetzt sollte ich mal einen Zahn zulegen hier. So, dich ziehe ich weg. Und dann setze ich da oben schon mal einen hin. Da einen hin und kann jetzt hier hoffentlich die Bowlingkugeln... Aha. Aha, ja, nice, ne? Cool. Ja. Dich drunter? Ja. Komm her, du Sack. Ja, ich brauch Sonnen, um was pflanzen zu können. Tatsächlich, sag an. Ja, habt ihr mir noch weggefressen, ne? War klar. War klar, so. Bitte zieh den Taucher weg. Das wäre echt nett. Lassen die blöden Oktopoden da auch mal los? Oder hängen die da jetzt die ganze Zeit rum? Das mal bitte so. Du kommst dahin. Ja, wie ist das? Lassen die da jetzt los? Oder soll das jetzt ewig so weitergehen? Hau ab, hau ab. Hau ab, hab ich... gebracht, ne? Fantastisch! Nein, wir lassen uns hier nicht aus der Ruhe bringen. Ich setze da einfach nochmal einen hin. Wir lassen uns doch hier nicht aus der Ruhe bringen. Ich nehme den Taucher. Jetzt da hin. So, ich glaube, ich würde hier gerne mal alles aufhalten. Da kommt der drunter. Du kommst dahin. Es sind jetzt aber noch zwei mit Eimer. Das könnte schwierig werden. Platz hier da schon mal einen. Ich hoffe, wir sprengen euch. Ich habe die gerade gesprengt, ne? Ich habe die doch gerade gesprengt. Was zur Hölle? Na danke, dass ihr mir das noch rausgefressen habt. Ist ja ganz toll. Da noch einen. So, jetzt gleich kommt die letzte Welle. Einen Rasenmäher habe ich schon gezündet. Und das ist ausgerechnet die Reihe. Ja, cool, danke. Vielen Dank dafür. Zieh da was weg. Hat er was weggezogen? Ich habe es nicht gesehen. Ausgerechnet die Reihe. Warum? Ach, komm. Oh, was soll ich denn noch machen? Ich brauche die blöden Kirschen. Oh, leck mich. Wirklich, ey, das darf nicht wahr sein. So, der Rest läuft. Einigermaßen. Da oben könnt ihr von mir aus durchgehen. Ist mir alles egal. Hauptsache, ihr lasst hier meine Reihe in Ruhe. Boah, du blöder Oktopus, ne? Kann ich den wegziehen? Würde mich jetzt interessieren, ob das funktioniert. Jo, das funktioniert sogar. Wow, Leute, ich habe ein Level geschafft. Das ist einfach großartig. Ja, nee, ich hatte jetzt auch absolut keine Lust mehr, was zu machen. Ach, Mann. Das ist doch so gemein. Ach, der noch. Das ist doch so gemein. Mich ärgert es immer noch mit der Neon-Mixtape-Tour. Ach, doof. Echt. Ja, dankeschön. Dankeschön für das wunderbare Kostüm. Guacodil. Ja, zwei Level übrig. Das hätte ich gerne, das Guacodil. Ah, das ist bestimmt das. Ich glaube, das hatten wir in meiner Piñata-Party dabei. Ach ja, süß. Ja, ich glaube, das hatten... Wow, wir mal in einer Piñata-Party. Dieses Krokodil. Fand ich jetzt nicht so berauschend, aber ich möchte es natürlich trotzdem haben. Einfach wegen des Erfolgs. Ich sag's dir, Penny, diese wahnsinnigen Zombie-Surfer sind echt kernige Jungs. Analysiere den Begriff kernige Jungs. Kernig, sehr interessant, Benutzer Dave. Du bist ein Genie.
Bin ich das? Nein, definitiv nicht. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Das Guacodil. Diese Pflanze beschießt Zombies mit kernähnlichen Projektilen. Und sie kann auch kraftvoll zubeißen. Pflanze das Guacodil an der Frontlinie. Du wirst schon sehen. Also hier, an der Frontlinie. Frontlinie im Sinne von Front, vorne oder Frontlinie? Ja, Frontlinie ist ja eigentlich vorne, ne? Oh, ist mir wieder viel zu hoch hier. Nein, ich darf ja nicht so meckern. Will ich ja gar nicht. Außerdem konnte ich es jetzt auch nur da setzen, ne? Ich habe ja sonst gar keine Seerosen. Oder geht es auch auf Nicht-Seerosen? Ah, fantastisch. Bei denen hier bringt das vermutlich nichts, oder? Bringt das was bei denen? Bin mir da gerade noch nicht sicher. Den mal eben weg. Ja, Seerose. Ich wüsste nicht, wofür. Ach, damit die weiter oben sind, bringt das dann irgendwie... Keine Ahnung. Ja, toll, dass die den hier nicht fressen. Das ist nice. Also sie fressen ihn jetzt dann hoffentlich. Mhm. Ja, cool. Ach so, dann kommen die jetzt wieder hoch. Ja, gut. Spaß mit dem Guacodil. Und wir kriegen auch nur das anscheinend. Dann pflanze ich da mal eine Seerose. Ach so, sonst sind die unter Wasser und dann bringt es nichts, oder wie? Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Surfer wegziehen. Da nochmal einen. Ja, die sind ja ganz putzig, aber trotzdem. Weiß ich nicht, ob das jetzt so meine Favorites werden. Da noch einen hin. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Spezialdünger macht. Ich glaube, ich nutze den mal eben hier. Frisst sofort die ganze Reihe? Bitte was? Seerosen können nicht... Ja, habe ich auch gar nicht. Spiel, lass mich in Ruhe. So, da noch eine Seerose drunter. Du hast den Surfer weggeholt, das ist super. Ja, danke für die ganzen Seerosen. Cool, ich hätte gern ein paar mehr Krokodile, aber Seerosen sind natürlich auch toll. Ja, danke. Das ist schon nett. Das ist schon nett, danke. Machen wir das mal eben da oben kurz. Ach, da kommt dann... Ah, da kommt ein kleines... Ah, da kommen ganz viele. Weg mit dir. Shit, ging nicht mehr. Ah, 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 ah. Was tue ich jetzt? Ich habe keinen Spezialdünger mehr und gar nichts. Pass mal auf. Rasenmäher bitte. Mhm, hat meine Pflanze aber noch bekommen. Zieh den doch mal weg da. Was soll ich denn mit dem Magnet? Helme. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Sehr schön, sehr schön. So, zwei. Hier noch einen hin. Da ein Diamant. Da haben wir zwei. Hier haben wir nur einen. Dann haben wir auch nur einen. Ich setze den mal kurz in die Mitte. Können wir noch eine Seerose drunter setzen. Und da noch einen hin. Weg mit einem von euch. Oh, unten ist nur eins. Ich muss unten was setzen. Ja, Seerosen. Gerne mehr davon. Klar, kann ich immer gebrauchen. Wenn schon keine Krokodile, dann wenigstens Seerosen. Die machen ihre Arbeit ganz fantastisch. Da noch eine hin, da noch eine hin. Da unten noch was hin. Den wegziehen, weil er mich nervt. Oh oh. Oh oh, die beiden da sind ein bisschen doof. Ja, kurz aufhalten, überall Seerosen setzen. Schön. Die Reihe unten ist ja auch gefährlich, sehe ich gerade. Noch mehr Seerosen, yay! Gut, die halten. Huch, die halten wenigstens für einen kurzen Moment auf, aber trotzdem ganz so effektiv. Tief sind sie dann doch nicht. Und ich habe gerade das Gefühl, wir kommen hier irgendwie nur noch Seerosen. Der läuft durch. Nee, doch nicht. Den wieder hin. So, Oktopus. Zieh den Oktopus-Typen weg. Nicht wieder hin. Unten ist gar nichts mehr. In der unteren Reihe. Dann ziehen wir da mal was weg. So, eine riesige Welle. Ja, cool, dass ich nicht mal die aktuelle Welle irgendwie
geschafft habe. Ach, es kommt... Ach so! Es kommt noch ein großer. Ja, cool. Das ist ja natürlich schön. Ist ja wunderbar. Okay, der ist immer noch da. Oh, oh, ich muss den hier wegziehen. Ich meine, alles andere kann gerne durchgehen, das ist mir egal. Da noch einen hin. Huch, du gehst auch durch. Da noch einen hin. Ich muss halt nur... Ja, hier unten. Ja, jetzt liegt die nicht so auf da unten. So, ihr dürft nicht durch, Leute. Und du bist noch da. Kann ich den noch setzen? Jo, geschafft. Oh Mann, ey. Oh Mann. Tag 18. Yay. Ach ja, schön. Guacodil. Ja, fantastisch.